Herr Präsident, meine Damen und Herren, also ich beziehe mich explizit auf den Antrag. Weder die Überschrift noch die Begründung wird beschlossen. So, also ich beziehe mich auf den Antrag und ich finde, in diesem Antrag liegt der Schwerpunkt darauf, dass gefordert wird, wir brauchen erstens vernünftige Unterkünfte für Menschen in Not, die in diese Stadt kommen. Zweitens brauchen wir dafür Mindeststandards, die definiert werden und auch kontrolliert werden. Drittens brauchen wir dafür auch eine Kontrolle der Betreiber und Betreiberinnen und deren Verträge, sofern sie welche haben. Heute haben sie oftmals keine. Das ist das Problem. Seit 3 Jahren ist das das Problem und seit 3 Jahren hat sich daran nichts geändert. Und jetzt verstehe ich gar nicht, warum wir schon wieder an dem Punkt sind, dass die Koalition erneut sagt, das lehnen wir aber ab, weil bislang haben Sie auch keinen anderen Vorschlag gemacht, wo hier heute immer so abgefragt wird, was haben Sie denn für die Feuerwehr gemacht? Frag ich, was haben Sie eigentlich für die Flüchtlinge gemacht? Nichts. Als wir vor einem Jahr, das ist fast ein Jahr her, als wir die erste Lesung hatten über diesen Antrag, da war das Thema Mode, warum klappt es im Lageso nicht? Damals dachte man schon, man steht so irgendwie vorm Abgrund. Heute kann man sagen, wir sind auch schon einen großen Schritt weiter. Das Ende ist irgendwie, man kann sich nicht vorstellen, aber das Chaos wird immer größer. So, Ihr Weg, meine Damen und Herren, Ihr Weg, den Sie seit 3 Jahren gehen, und der lautet, eine Notunterkunft nach der nächsten, ist der falsche Weg. Dieser Weg wird nicht dazu führen, dass wir irgendwann in dieser Stadt zu geordneten Strukturen kommen, in denen Gesetze eingehalten werden, in denen Verträge geschaffen werden und in denen Flüchtlinge letztlich vernünftig untergebracht werden. Und deshalb erinnert dieser Antrag der Piraten heute auch noch mal daran, dass noch eine ganze Reihe an Hausaufgaben zu erledigen sind, liebe Koalition, lieber Senat. Und ich sage es mal einfach, ich finde, es ist an der Zeit, wo Sie in der Verantwortung stehen, aufzuzeigen, wo eigentlich am Ende des Tunnels ein Licht auftaucht und was Sie eigentlich machen wollen, um in dieser Stadt zu einer humanen Flüchtlingspolitik zu kommen. Das haben Sie nicht gemacht. Auch nicht mit Ihrem flüchtlingspolitischen Konzept. Und lieber Herr Krüger, Sie haben schon vor einem Jahr gesagt, Herr Chaya bemüht sich, das Lageso fit zu machen. Und da habe ich schon vor einem Jahr gesagt, das ist ja schön, wenn Herr Chaya sich bemüht. Es wäre schön, wenn er mal was machen würde. Seit drei Jahren reden wir darüber, dass dort Personal fehlt. Und vielleicht wäre es besser, den Schwerpunkt hierauf zu legen und nicht einen Staatssekretär nach dem nächsten zu schaffen. Herr Klitsch, ich heiße Sie trotzdem willkommen. Frau Kollegin, darf ich Sie im Moment mal unterbrechen? Bitte? Meine Damen und Herren, es ist auf einmal Unruhe im Saal. Da hinten haben sich auch wieder Gruppen gebildet. Bitte nehmen Sie doch Platz oder gehen Sie raus. Und achten Sie auf die Rednerin. So, Frau Kollegin Breitenbach, bitte. Wir haben auch vor einem Jahr gehört, dass es jetzt ganz dolle wichtig ist, dass landeseigene Immobilien endlich ertüchtigt werden. Herr Krüger, was ist eigentlich seitdem passiert? Nichts. Und Sie haben vor einem Jahr gesagt, jetzt muss aber wirklich erstmal die Wintersituation bewältigt werden. Herr Krüger, der Winter steht vor der Tür und die Flüchtlinge sind noch elender untergebracht als vor einem Jahr. Und deshalb sage ich Ihnen, wir brauchen eins. Und das zeigt der Piratenantrag auch auf. Wir brauchen vernünftige Standards. Wir brauchen ein transparentes Verfahren bei der Vergabe von Flüchtlingsunterkünften. Und wir brauchen eine Kontrolle. Und da
dabei ist auch ganz klar, wenn dann einer betrügt von den Betreibern, dann fliegt er. Das ist dann relativ deutlich und relativ einfach zu bewerkstelligen.